Hallo, alle in der Welt der Zukunft, die Gesundheitsplattform mit qualifiziertem Muskeltraining plus Natural Eating plus Achtsamkeit. Das ist der Dreiklang der Gesundheit. Hier jetzt die Schnittstelle zum SWR. Hier die Schnittstelle zur Doku einer Geschichte. Hier die Schnittstelle. Wieso jede Therapie in Training übergehen muss. Intelligentes Training, variables Training, Kraft in der Dehnung, Muskeln, Faszien, Längentraining und deshalb mit qualifiziertem Fitnesstrainer, Flex oder Five, mit gut austarierter Steuerung, gegebenenfalls elektronisch mit eGym, kann man individualisiert, personalisiert trainieren. Und das Optimum für die Zukunft und die Gesundheit der Zukunft herauslocken. Die Schnittstelle auch das Training, qualifiziertes Muskeltraining für Kinder, Bewegung und Sport dazu führt, dass ich weniger Therapie in Anspruch nehmen muss. Das heißt, jede Therapie geht ins Training und Training ersetzt Therapie und das ist Lebenspflege, Gesundheitspflege. Auf der Gesundheitsplattform der Zukunft qualifiziertes Muskeltraining. Viel Spaß! So, Jungs, freut mich. Herzlich willkommen. Hallo Kurt. Herzlich willkommen. Hallo. So, bei euch läuft ja was. Ja. Wird wieder langsam lebendig, langsam wiederbelebt. In kleine Schritte, wir alle mit negativen Tests dürfen wir ja uns normal bewegen. Richtig. Also sehr schön. Gesundheit ist ja Training. Genau. Muskeltraining. Und besser als jede Pille, Muskeltraining. Und jetzt haben wir ja die tolle Geräte. Jetzt machen wir gerade mal noch ein bisschen zur feinen Abstimmung zwei, drei Muskel-Faszien-Längentraining. Okay. Super, sehr schön. Ach, du bist schon gut okay. drin. Du bist hier auch schon gut drin. So. Perfekt. Und jetzt ganz leicht nach vorne drücken und gegen meine Hände. Ja. Und dann wieder nach hinten. Ja, sehr schön. Nochmal. Gott, sehr schön. Das ist das Schöne, dass die Geräte ein Gedächtnis haben und dass es dann richtig eingestellt ist und dann kann man viel effizienter trainieren. So, sehr schön. Dann spicke noch ein klein bisschen vor. Super. Und wieder ein bisschen gegen mich drücke. Ja, sehr schön. Was hier jetzt wirklich gut ist, dass deine Rückenmuskeln locker bleiben in der Okay. Bewegung. Ach, das geht aber gut. Ja, sehr schön. Und auch hier bleibt der Rücken schön. Okay. Perfekt, der Kopf ist schön. Viele machen den Fehler, dass ich mit dem Kopf so weit nach hinten gehe und da sieht man schön am Porträtmuskel, wie der steht. Okay. Perfekt. Und das ist eine Übung, die ist uns noch lieber. Okay. Genau, und das wäre eigentlich jetzt in unter Kontrolle die Cobra im Yoga. Und so ist es eigentlich noch besser. Also die Zusammenarbeit bedeutet, dass wir hier natürlich das Kurt-Mosetter-Konzept umsetzen. Enjoy steht für betreutes Muskeltraining in der Kombination mit Beweglichkeit und natürlich auch allumfänglich zum Thema Achtsamkeit. Ja, also wir betrachten eben den Menschen ja immer ganzheitlich. Und es war für mich eigentlich wichtig, dass eigentlich wichtige Elemente wie die Beweglichkeit, wichtige Elemente, dass man Schwachstelle erkennt und dass man gezielt die dann trainiert, das macht den Unterschied. Und dann ist es ein Gesundheitstraining und dann ist es ein Muskeltraining. Und wenn das gut vorbereitet ist und gut angeleitet ist, dann haben die alle eine Besserung. Und dann brauchen die uns weniger, denn das Training muss eigentlich die Therapie ersetzen. Muskeltraining ist eigentlich besser als jedes Medikament, weil die Wirkung nicht an einer Stelle ansetzt, sondern mehrere Wirkungen miteinander entfaltet. Und dann merken die Kunden, dass sie eigentlich willkommen sind. Und dann haben wir hier einen großen Vorteil. Die haben Zeit. Der Kunde ist längere Zeit da, die Trainer haben Zeit. Und dann findet eine Interaktion statt, sodass die miteinander ihre Ziele erreichen. Und das ist eben das Geheimnis. Man erreicht die Ziele miteinander und man unterstützt sich. Und das ist ganz anders, als wenn man einfach allein in den Keller geht und dann Gewichte stemmt. Und das ist auch viel intelligenter, als einfach mit dem Fahrrad den Berg hochschießen und sich dann eigentlich zu überfordern. Da muss man auch gucken. Häufig haut man ab. Genau. Und deshalb geht man lieber nicht so weit und geht dann so.
Beim Ein- Ausatmen noch ein bisschen vor. Ja, gut. Sehr schön. Meistens trainieren sie das, was sie schon können, aber das ist langweilig. Und meistens trainieren sie im mittleren Arbeitsbereich. Sehr schön. Sehr schön. Und da sieht man, das Knie bleibt durchgestreckt, viele weichen aus und können es dann eigentlich gar nicht richtig in die Streckung bringen. Viele weichen aus ins Hohlkreuz. Und wenn man jetzt einfache Sit-Ups macht, dann wären alle die Muskeln zu kurz. Aber man möchte, dass die länger sind. Die sind beim Sitzen schon zu kurz. Und häufig trainieren die ihre Schwachstelle noch in die Enge. Und hier hat man genaue Anleitung, mehr Beweglichkeit und die Schwachstelle wird trainiert. Überragend tolle Geräte. Ja. Die Geburtsstunde von den Geräten war 1987 in Freiburg. Und in Freiburg hat einer von meinen Lehrern, der Walter Packi, der hat einen abgesägten Baumstamm gehabt. Und dann musste man sich über diesen abgesägten Baumstamm nach hinten lehnen. Und dann musste man so nach hinten. Also in die Brücke. Genau, in die Brücke. Aber der abgesägte Baumstamm, der war einfach, sagen wir mal, zu wenig gesteuert, das war zu viel. Dann haben wir die Idee gehabt, wir brauchen Geräte. Dann kam ursprünglich miteinander Flex und Five. Und deshalb haben wir die Geräte auch in der Praxis, aber die sind jetzt weiterentwickelt, die sind Hightech, die sind individualisiert, personalisiert. Und im Training macht man sonst schnell zu viel, man überfordert sich. Aber wenn ich zu schnell zu viel mache, gibt es Rückenschmerz. Also das machst du perfekt, gut gesteuert, gut koordiniert. Aber das ist schon sehr gut. Ja. Sehr schön. Und das sind unsere Kraft in der Dehnungsübungen, aber perfekt unterstützt, messbar, kalkulierbar, planbar und abgesichert. Wirklich richtig gut. Hier sieht man schön den Bogen. Das heißt, die ganze schräge Bauchmuskulatur, die Schultergürtelmuskulatur und die Arme liegen schön hinten an und der Kopf ist in perfekter Position. Wunderbar. Ah, ich finde das klasse. Und ich vermisse das Studio. Man hat eben früher im mittleren Arbeitsbereich trainiert. Das war so die klassische Muckibude und es ist darum gegangen, dass man vielleicht einfach sozusagen Krafttraining macht. Aber das hier ist gezieltes Muskeltraining und das ist eigentlich Gesundheitstraining. Und die Beweglichkeit und die individuelle Steuerung, die ist pfiffiger. Und deshalb macht es auch mehr Spaß. Genau. Gut, vielen Dank.